vorschlagen, wir fangen an. Guten Morgen. Ich habe eine wichtige Frage an euch, und zwar, welche Sprache ist schneller als C++? Assembler. Es ist Haskell. Welche Sprache ist prägnanter als Perl? Perl 6. Es ist Haskell. Welche Sprache ist regelmäßiger als Python? Haskell. Es ist Haskell. Welche Sprache ist flexibler als Ruby? Haskell. Haskell. Und welche Sprache ist typisierter als C#? Alles. Haskell. Es ist Haskell. Welche Sprache ist robuster als Java? Alles. Alles. Es ist Haskell. Und welche Sprache hat absolut überhaupt nichts mit PHP gemeinsam? Haskell. Es ist Haskell. Geil. Ja, okay. Also das lief auch schon mal besser. Willkommen zum zweiten Haskell-Workshop des Curry Clubs. So, als erstes fangen wir, glaube ich, damit an, dass wir rausfinden, wer von euch Anfänger ist und wer nicht. Bitte klares Handzeichen, wer nicht beim ersten Workshop dabei war. Okay. So, nochmal klar hoch und so, auch jetzt die gerade eine Hand hochhalten, schaut euch auch um. Schaut euch an, wer keine Hand hochhält. Das sind nämlich alles Experten. Ah, okay. Und zu denen könnt ihr auch jederzeit kommen, wenn ihr Fragen habt. Ja? Wir sind nicht nur nett wie die Tutoren, deswegen müsst ihr euch auch gegenseitig wissen. Gut, vielen Dank. Könnt ihr Hand hochnehmen. So, das läuft jetzt so ab. Also generell ist es immer so, wir machen ein paar Sachen am Beamer und dann probiert ihr selbst mit Hilfe dieser Newsletter. Es gibt WLAN, das habt ihr schon alle. Okay. Ihr habt auch schon alle die Haskell-Plattform installiert? Ja. Okay, gut. So. Die von euch, die letztes Mal schon dabei waren, können, wenn ihr wollt, schon auf diesen Link hier gehen. Das erste Übungsblatt. Und da hinten wieder versuchen reinzukommen mit den Monadenaufgaben. Die hatten wir damals angefangen, aber überhaupt nicht fertig gemacht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch da zuhören, wenn ich den ersten Teil nochmal wiederhole, um eben Tipps zu geben, was euch damals vor ein paar Wochen beim Lernen irgendwie schwierig war für euch, und dann eben euren neuen Anfängerkollegen sagen. Ansonsten geht es jetzt erstmal los mit der Theorieeinführung für die Anfänger. Und danach kommt Theoriewiederholung, Monaden und Co. für die Fortgeschrittenen. Und Fragen die ganze Zeit einfach zwischendurch immer stellen. Ne? Nicht irgendwann bis zum Ende des Abends abwarten, das wird doof. Gut. Okay. Du tippst auch eine URL, ne? Ja. Ich habe schon eine Nomenklaturfrage jetzt. Ja? Diese Typ-Dings, die man drüber schreibt, die heißen Typ-Designatoren, oder? Typ-Signatur. Signatur. Okay. Also insgesamt ist es dann eine Typ-Deklaration. Also wenn der Variablenname vorher noch dran steht. Ah, mit Doppelpunkt, Doppelpunkt. Genau, ja. Und das, was nach den zwei Doppelpunkten kommt, heißt Typ-Signatur. Okay. Eine Typ-Deklaration besteht also aus einem Namen, dann zwei Doppelpunkte und dann eine Typ-Signatur. Okay. Du kriegst einen Nomenklaturpunkt. Das ist was Positives. Okay, jeder hat diese URLs? Ja. Ich kann mir den Rest merken, ja. Alles klar. Okay, da hinten sehe ich trotzdem noch mal. Vielleicht an dieser Stelle gerade noch ein großes Lob, und zwar an die Tutoren, die extra aus München hergekommen sind. Cool, oder? Also an Manuel und Marek. Marek sitzt da hinten, Manuel sitzt dort. Ja? Das ist echt große Klasse. Ich kriege nichts dafür, außer ein lausiges T-Shirt. Was? Ich bin auch ein T-Shirt. Sie kriegen kein T-Shirt, das wäre geil, aber... Okay. Also, ihr könnt die Haskell-Plattform, also den interaktiven Haskell-Interpreter starten, indem ihr GHCI eingibt, beziehungsweise unter Windows dieses WinGHCI. Hoffentlich war das letzte Mal, dass ich dieses Betriebssystem erwähnt habe. Okay. So, und dann habt ihr hier also eine interaktive Haskell-Shell, in der ihr jetzt einfach Haskell-Code eingeben könnt. Zum Beispiel 2 plus 3. Das gibt 5. Oder der String Hallo. Ja? Ich schlage vor, ihr schaut jetzt erstmal mit und macht es dann eben gleich nach. Später ist es dann so, dass man Haskell-Programme in eine Datei schreibt und die Datei dann immer ausführt. Aber jetzt im ersten paar Schritten ist es gut, immer interaktiv Feedback zu bekommen, und das macht man eben mit dem GHCI. Okay, so, was muss ich euch sagen? Es gibt in Haskell Werte und Typen, und das sind zwei fundamental verschiedene Dinge. Jeder Wert hat nämlich genau einen Typ. Zum Beispiel können wir uns
hier das Zeichen A nehmen. Das ist ein einzelnes Zeichen. Wenn ich hier mehr als einen Buchstaben reinmache, dann kommt ein Fehler. Ja? Und jetzt können wir uns davon den Typ anschauen. Und dann gibt Haskell die Antwort. Der Typ von diesem Wert hier, einfache Anführungszeichen A, ist char. Ja? Also bei diesem einen Zeichen handelt es sich um einen char, um einen Character. Ja? Damit ist es übrigens Unicode-Zeichen gemeint, ne? Weil wir im dritten Jahrtausend leben. Gut. Wir können uns auch anschauen, was der Typ von der Zeichenkette ABC ist. Der Typ der Zeichenkette ABC ist nicht char, weil es ist ja nicht ein Zeichen, sondern es ist ja eine Liste von Zeichen. Zeichenkette ist eine Liste von Zeichen. Okay, und das steht hier. Die eckigen Klammern sagen Liste von. Also das ist eine Liste von Chars. Machen wir noch ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es die Konstanten True und False. So für Irrverfahren und so. Ne? Und deren Typ ist Bool. Ja? Bool ist also ein Typ, der hat genau zwei Werte. Der eine Wert heißt True und der andere Wert heißt False. Okay, und ja, jetzt kann man vielleicht eine Sache gerade noch, ja. Ich kann auch mir anschauen, was der Typ von 3 ist. Und der Typ von 3 ist ein bisschen komplizierter. Das werden wir in ein, zwei Stunden komplett verstehen, momentan aber noch nicht ganz. Denkt euch das Vorderste einfach weg, ja. Und dann steht dran, der Typ von 3 ist A. Und A ist eine Typvariable, das heißt, es ist noch nicht näher spezifiziert. Das liegt daran, dass je nach Kontext die Zahl 3 sowas wie ein Integer sein kann oder auch sowas wie ein Double. Und das ist dazu gut, dass man in Haskell, ohne irgendwie eine Ausnahme zu bekommen, auch sowas tippen kann. 3 plus 5,0. Das in einer guten Programmiersprache sollte es funktionieren, ja? Und es funktioniert auch. Es gibt automatisch 8,0. Das ist nicht so implizites Casting wie bei anderen Sprachen, sondern das ist alles zur Compile-Zeit, werden die Typen festgelegt. Und das geht eben mit diesem Trick, der später noch erklärt wird. Okay. Also, das, jetzt habt ihr ein paar Konstanten gesehen, ihr habt True gesehen und so weiter. Man kann auch Listen von Bools natürlich machen. Sowas. Ja, das ist jetzt eine Liste von Bools. Und man kann auch verschachtelte Listen machen, wenn man das möchte. Zum Beispiel das, dann eine leere Liste und dann die Liste, die 3 Falls enthält. Sind auch andere Typen da drin in den Listen benutzt? Gute Frage. Also erstmal ganz das kurz. Das ist jetzt eine Liste von Listen von Bools, ja. Okay, und jetzt ist gerade die Frage, sind Listen in Haskell heterogen oder homogen? Also kann ich zum Beispiel sowas machen. True, dann die Zeichenkette 3 und dann vielleicht nochmal ein False und dann vielleicht die leere Liste. Kann ich das machen? Antwort? Nein. Die Listen in Haskell sind homogen. Das heißt, alle Werte einer Liste müssen denselben Typ haben. Das ist auch das, was diese Fehlermeldung uns hier versucht zu sagen. Generell ist es so, Haskell ist nicht so doof wie Java, in das man also ständig die Typen angeben muss. Haskell versucht die Typen zu erschließen. Ja? Nirgendwo bisher habe ich mir explizit die Typen, habe ich die Typen angegeben, ich habe mir sie immer ausgeben lassen, Doppelpunkt T. Ja? Okay, und wenn Haskell jetzt versucht, das hier zu checken, ob das wohlgetypt ist, dann geht es also von links nach rechts quasi diesen Ausdruck durch und sieht, okay, das erste ist auf jeden Fall ein Wert vom Typ Bool. Okay. Außer Schlussfolgerung Haskell muss die gesamte Liste eine Liste von Bools sein, weil Listen homogen in Haskell sind. Dann sieht es aber den nächsten Teilausdruck und das ist ein Char. Ne? Und jetzt sagt er, das passt nicht zusammen. Couldn't match expected type Bool, das hätte es erwartet, with an actual type Char. Ja? Und so geht es nicht zusammen. Als ich Haskell gelernt habe und gesehen habe, dass Listen homogen sind, war ich zuerst sehr traurig, ja, weil ich dachte, da wird meine Freiheit eingeschränkt, ich liebe heterogene Listen, ich möchte verschiedene Sachen in eine Liste tun. Aber das war also ein bisschen falsch, meine erste Einschätzung. In Haskell kommt es ganz, ganz, ganz selten vor, dass man wirklich heterogene Listen braucht. Also dass man in der Situation ist, wo man sich wünscht, ach wie toll wäre es, wenn ich jetzt heterogene Listen hätte. Das werdet ihr einfach noch selbst am eigenen Leib spüren, weil ihr lernen werdet, wie anders das Haskell-Konzept ist. Und dann werdet ihr wirklich sehen, heterogene Listen brauche ich manchmal in anderen Sprachen, aber in Haskell fast nie. Wenn man sie doch braucht, gibt es eine Möglichkeit, die doch zu simulieren mit existenziellen Typen. Ja, das wäre was für die Fortgeschrittenen zum Beispiel. Ja, also Möglichkeit, es gibt auch heterogene Listen, die im Typen drinstehen haben, was für... Das ist natürlich noch besser, genau, richtig. Und es gibt auch einfach Tupel. Tupel soll ich vielleicht auch erklären. Zum Beispiel hier können wir ein Tupel bauen, ein Paar, bestehend aus zwei Komponenten.
Es gibt auch Tupel aus 3 Komponenten. Ne? Oder 4, 5, was auch immer. Das liest sich also so. Dieser Wert hier ist ein Wert vom Typ, ne, ist ein Tupel, bestehend aus einer vorderen Komponente Bool, einer mittleren Komponente Char und einer letzten Komponente Liste von Chars. Okay. So, jetzt muss ich auch kurz spicken, was ihr braucht gleich. Ihr braucht noch ein paar Listenfunktionen. Okay. Schauen wir uns mal Head an. Head ist, also das dahinter ist eine Liste und Head ist eine Funktion. Und zwar ist Head eine Funktion, die das erste Element einer Liste zurückgibt, sofern das existiert. Head auf die leeren Liste aufgerufen, gibt eine Fehlermeldung. Was ist der Typ von Head? Also Funktionen sind auch einfach nur Werte im Haskell. Funktionen sind First Class Values. Ne? Und das ist der Wert, das ist der Typ von der Funktion Head. Dieses Pfeil, das meint halt Funktionstyp. Und also ist der Typ, nimmt eine Liste von A's und gibt ein einzelnes A zurück. Und was A ist, ist dabei nicht festgelegt. Das ist eine polymorphe Funktion. Dieselbe Funktion Head funktioniert genauso gut für Listen von Zahlen, wie Listen von Chars, wie Listen von Listen, wie Listen von allen möglichen. Ja? Also nimmt eine Liste von A's und gibt ein einzelnes A zurück. Gut, das ist Head. Dann gibt es zum Beispiel Tail. Tail berechnet den Schwanz einer Liste. Eine Liste hat immer einen Kopf und einen Schwanz, also wenn sie nicht leer ist. Und der Schwanz ist halt alles bis aufs Erste. Das sind also hier die Elemente 6, 1, 0, 2. Was ist der Typ von Tail? Reinrufen, einer der Anfänger. Eine Liste von A. Ja. Eine Liste von A. Genau, richtig. Liste von A's nach Liste von A. Das A ist auf beiden Seiten des Pfeils dasselbe. Ne? Also es kann beliebig sein, aber es, insgesamt ist es links und rechts dasselbe. Nimmt eine Liste von Chars, gibt eine andere Liste von Chars zurück. Kann man auch mal hier damit testen. Zeichenketten sind, wenn es nicht um Performance geht, Listen von Chars. Ja? Also ist Hallo eine Liste von Chars. Und wenn wir jetzt Tail darauf aufrufen, kommt dann das H weg und wir bleiben bei Hallo. Okay, und dann gibt es zum Beispiel noch Last. Last ist das Gegenstück zu Head. Last berechnet das letzte Element einer Liste. Das wäre also hier das einzelne Zeichen, einfache Anführungszeichen. O. Okay. Gut. Jetzt ist eine Sache, eine Bemerkung wichtig, die jetzt kommt, die ihr keinesfalls überhören dürft, nämlich bezüglich der Notation von Funktionsanwendungen in Haskell. In normalen Sprachen würde man sowas schreiben wie Last von Hallo mit den runden Klammern, ne? So, um halt eine Funktion aufzurufen. Wie auch in der Mathematik, Sinus von Pi oder so, ja? Mit runden Klammern. In Haskell aber tut man die ganze Zeit Funktionen aufrufen und Haskell ist nicht Lisp, deswegen ist es doof, wenn man überall Klammern schreibt. In Haskell wendet man Funktionen einfach durch ein Leerzeichen an, wie ihr es jetzt schon gesehen habt. Funktion, Abstand, dann das Argument. Okay? Das dürft ihr keinesfalls jetzt vergessen, diese Bemerkung, weil sonst ist es unmöglich, nicht trivialen Haskell-Code nachzuvollziehen, weil man sich immer fragt, was da passiert. Okay, so, ich muss euch noch 5 bis 6 Funktionen zeigen und dann könnt ihr loslegen, ja? Es gibt die Funktion first, FST. Der Typ von first ist, nimmt einen Tupel, wobei die vordere Komponente ein Wert von Typ A ist und die hintere Komponente ein Typ von Wert B. Und rauskommt ein einzelner Wert, nämlich vom Typ A. Das heißt, first extrahiert die erste Komponente von so einem Tupel. Wir können das in einem Beispiel sehen. Hier ist die Zahl 3, hier ist der String Hallo und first extrahiert die 3. Es gibt noch ein Gegenstück, das ist second, SND. Das hat denselben Typ und das extrahiert halt die hintere Komponente. Okay, dann gibt es Length. Length nimmt eine Liste von A's und gibt einen Integer zurück. Und was macht Length? Naja, was der Name vermuten lässt. Es berechnet die Länge von der eingegebenen Liste. Ne? So, das ist eine Liste mit 6 Elementen. Und in der Tat, Length gibt es 6. Wir können es auch nochmal mit Hallo testen. Das ist 5. Gut, dann Sort.
Die ist im Data.List-Modul, was man auch importieren kann, sodass man nicht Data.List. Schreiben muss. Okay, und war nicht so glorreich, ne? Okay. Haskell macht Spaß. Okay, jetzt ist sortiert nach ASCII oder nach Unicode. Leerzeichen sind 32, ne? Also ist ganz vorne, dann kommt dieses Sonderzeichen, dann kommt Großbuchstaben, dann kommen alle möglichen Kleinbuchstaben und dann ist es. Der Typ von DataList.Sort ist folgender. Haltet euch kurz diesen Teil hier zu. Ja. So, dann lautet der Typ einfach, nimmt eine Liste von A's und gibt zurück wieder eine Liste von A's. Halt dieselbe Liste, nur sortiert. Was bedeutet dieses Ding da vorne? Wie gesagt, es wird später noch genauer kommen, aber die Idee ist halt die, Sort ist wieder polymorph, das heißt, wir können es anwenden auf alle möglichen Arten von Listen, aber nur auf solche Arten von Listen, wo man die Werte von so einer Liste sinnvoll auch gegenseitig vergleichen kann, welcher größer und welcher kleiner ist. Das geht zum Beispiel bei Zahlen, das geht bei Zeichen, ne, nach der Unicode-Reihenfolge, aber es geht zum Beispiel nicht bei Funktionen oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Und das hier sagt also aus, das klappt für alle A's, aber nicht ganz für alle A's, sondern nur für solche A's, die Mitglied von dieser Ort-Typ-Klasse sind, was also heißt, dass man die Werte von diesem Typ vergleicht. So. Okay, drei Sachen noch. Wir brauchen Diff. 5 durch 2, Ganzteil dividiert, gibt 2. 6 durch 2, Ganzteil dividiert, gibt 3. 7 durch 2, Ganzteil dividiert, gibt auch 3. Also Diff macht Ganzzahldivision. Wenn ihr sagt, es ist doof, ich hätte gern das wie einen Operator geschrieben, so wie in der Mathematik auch. Ja? 8, jetzt irgendwie das Zeichen, irgendwie das da vielleicht oder sowas, und dann 2. Dann geht das, denn in Haskell kann man aus jeder Funktion einen Operator machen. Einfach indem man diese Backticks verwendet, also Shift und dann die Taste rechts vom SZ. Ja, nicht dieses. Und das kann man mit allen Funktionen machen, das geht auch mit, wir hatten bisher noch keine andere zweistellige Funktion. Ne? Okay, kann ich gerade kein Beispiel machen. Aber mit jeder Funktion, also jede Funktion kann man auch als Operator schreiben, wenn man sie in Backticks umsetzt. Das Gegenstück geht übrigens auch. Also Plus zum Beispiel ist ja eine ganz normale Funktion, ganz normaler Operator, links und rechts kann was reinkommen. Aber sobald man Plus in runde Klammern setzt, geht diese Magie der Notation verloren und es ist wieder eine ganz normale Funktion, der man zwei Argumente geben kann. 3 und 2. Hier seht ihr, wie man mehrere Argumente übergibt. Einfach mit Leerzeichen. Das ist die Funktion, das erste Argument, das zweite Argument. Man macht nicht irgendwie Kommata, wie in anderen Sprachen. Ich schreibe nicht irgendwie sowas wie f von 3, 2. Ich mache einfach Leerzeichen. Der Typ von Plus lautet, nimmt ein A, nimmt ein zweites A und gibt zum Schluss ein drittes A zurück. Das ist ein bisschen komisch, hier mit diesem Doppelpfeil. Man würde vielleicht einfach erwarten, naja, A, A, Pfeil A oder sowas. Aber es hat einen guten Hintergrund, den wir auch noch verstehen werden. Und zwar nicht mal in 2 Stunden, sondern schon in 1 Stunde. Ja? Lest das momentan einfach so, eine Funktion, das ist eine Funktion, die 2 Argumente nimmt. Nämlich ein A, noch ein A und gibt dann ein A zurück. So, okay, zweitletzte Funktion, dann könnt ihr loslegen. Wenn man eine Liste hat, will man vielleicht an das 0. Element kommen oder an das 1. oder an das 2. oder an das 3. und so weiter. Das geht mit dem Ausrufezeichen-Ausrufezeichen-Operator. Der Typ von Ausrufezeichen-Ausrufezeichen, so kann ich nicht rausfinden, weil jetzt habe ich einen Syntaxfehler gemacht, weil links und rechts vom Operator muss etwas kommen. Aber wir kennen ja jetzt schon den Trick, in runde Klammern setzen. Und dann sehen wir, das ist ein Operator, der nimmt auch 2 Argumente, nämlich eine Liste von A's, dann ein Int und gibt zurück ein A. Nämlich das A, was sich an der Position befindet, die durch diesen Int gegeben ist. Wenn ihr wollt, können wir das auch nochmal als Funktion aufrufen. So, ja, Lieferzeichen Nummer 3, also das zweite L. Okay, und jetzt das Letzte, was ich euch zeigen muss, eine der wichtigsten Sachen, der Punktoperator, die Funktionsverknüpfung. Schaut euch zum Beispiel, also ihr kennt schon die Funktion head, ihr kennt auch schon die Funktion tail, und jetzt können wir die beiden Funktionen kombinieren miteinander. Head.tail. Das Ergebnis ist eine Funktion, wo zuerst tail ausgeführt wird und dann head.
Das heißt, wenn wir hier Hallo reintun, dann wird zuerst der Schwanz von dieser Liste berechnet. Das ist nur noch Hallo. Und dann wird von der Head das vorderste Element genommen. Das ist also das kleine A. Ja? Gut. Das ist Funktionsverkettung. Wird noch ganz, 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 ganz wichtig sein. Was ist der Typ von Punktoperator? Nicht erschrecken. Der Typ ist, dieser Operator nimmt zwei Funktionen. Eine steht hier, die andere steht dort. Und es kommt eine dritte Funktion raus, nämlich diese hier. Und die erste Funktion geht halt von B nach C. Die andere, die danach ausgeführt wird, geht von A nach B. Die vorher ausgeführt wird, geht von A nach B. Und rauskommt, tut eine Funktion, die das beides kombiniert, also von A nach C geht. Das steht da nicht. Gut. Okay, liebe Kotutoren, habe ich was vergessen für den ersten Teil? Okay, liebe Fortgeschrittenen, habe ich was vergessen? Also irgendeine Bemerkung, die euch irgendwie super geholfen hätte, wenn ich sie damals gebracht hätte? Okay, so, dann könnt ihr loslegen, liebe Anfänger. Also ihr geht auf dieses Übungsblatt hier und ihr versucht, die Aufgaben von oben nach unten durchzuarbeiten. Und ihr könnt auch dann schon...